Liebe Zuschauer, wenn Sie nicht wollen, dass dieses unschuldige Schaf einen plötzlichen und grausamen Tod stirbt, dann gucken Sie diese Sendung. Dankeschön und herzlich willkommen zum ZDF Kulturpalast. Das mit dem Schaf erkläre ich Ihnen später, aber vorher zeige ich Ihnen das. Brennende Gemälde, Sophie Reuss, Marilyn Manson, High Heels in Afghanistan, Jonathan Mese und seine Mutti, Polina Semjonova und das Staatsballett. Eine kunterbunte Guillotine, Schafspolo, was für ein Chaos. Doch schon Theodor Wiesengrund Adorno wusste, Aufgabe von Kunst heute ist es, Chaos in die Ordnung zu bringen. Oder nochmal für unsere englischsprachigen Zuschauer. I think that confusion and chaos are the only things that art can be. Und deshalb gibt sich Marilyn Manson auch weiterhin alle Mühe, Unruhe zu stiften. Über 50 Millionen Alben hat er ja schon verkauft. Jetzt ist die neue Platte raus. Born Villain ist musikalisch ziemlich traditionell. Ich meine, er hat ja noch nicht mal Dubstep-Elemente drin, wie jeder andere Idiot heutzutage. Aber schocken kann er immer noch wie kein Zweiter. Im Trailer zu dem Album ist eigentlich alles drin, was irgendwie Aufmerksamkeit erregt. Sex, Gewalt, Amputierte, Nazis, Pädophile. Die volle Schocksuppe. Gut zu wissen, Marilyn Manson ist noch ganz der Alte. Was dieses Mal aber besonders auffällt, ist das mach das sofort aus! Kann ich es nochmal sehen? Mann, was soll denn das wirklich? Lass uns mal bitte was anderes zeigen, nicht so ein Ekelzeugs. Haben wir nicht irgendwas Schönes im Angebot? Schönheit ist, sich schön zu machen. Für die Diktatur der Kunst und für die Sache. Mann, bin ich schön. Yeah. Yeah. Nee, also ich meinte ehrlich gesagt was noch Schöneres als das. Polina Semjonova zum Beispiel, die prima Ballerina des Staatsballetts Berlin. Beziehungsweise noch die prima Ballerina des Staatsballetts. Vor ein paar Wochen hat sie ja schon gekündigt. Und zwar per Facebook-Eintrag. Klar, dass sie sich dabei nicht nur Freunde gemacht hat. Vorbereitungen zur letzten Berliner Premiere von Polina Semjonova. Während das Publikum ins Theater strömt, will die russische Star-Tänzerin vor diesem besonderen Auftritt keine Wehmut aufkommen lassen. Im Moment denke nicht so was. Vor der Vorstellung, ich habe sowas Gedanken in meinem Kopf nicht. Vor 10 Jahren entdeckte Ballettchef Wladimir Malachow Polina Semjonova an der Moskauer Bolschoi-Akademie. Dort galt sie nur als mäßiges Talent. Doch Malachow installierte die 17-Jährige als erste Solistin seines neu gegründeten Staatsballetts. Eine isolierte Position, die das Mädchen aus dem Moskauer Plattenbau bald auf wundersame Weise ausfüllte. Vom Grönemeyer-Video bis zum Model für die Vogue, mit 27 ist Polina bereits eine Ikone des Tanzes. Weniger elegant ist allerdings ihr Abschied. Den kündigte sie per Facebook an, angeblich bevor Wladimir Malachow davon wusste. Das Verhältnis zwischen Entdecker und Zugpferd scheint zerrüttet. Jetzt besser fragt Polina, ich habe keinen Kontakt, ich habe nicht sprechen. Ich möchte nicht das alles erzählen, weil ich finde das nicht so schön nach den 10 Jahren, das sagen, das war nicht gut und das nicht gut, das ist so, ich möchte nicht so Schmutz oben machen. Raum für Spekulationen, auch bei ihrer letzten Premiere. Fehlte der prima Ballerina ein ebenbürtiger Partner im Staatsballett? Es ist schwer zu finden, diese Leute. Das ist wie
eine Trüffel. Ich habe gefunden, diese Mädchen, Polina, ja. Und vielleicht in ein, zwei Jahren gefunden andere schönes Prinz zum der Kompanie. Aber ich brauche ein bisschen Zeit zum. Die wahren Gründe fürs Zerwürfnis verraten beide nicht. Sicher aber will Polina Semjonova das kurze Tänzerleben nutzen und die ganz große internationale Karriere angehen. Unsere Arbeit ist so sehr, du kannst nicht wissen, was kommt morgen. Deswegen, du musst heute machen, nicht morgen. Ist sehr gefährlich für unseren Beruf. Sei es drum. Die Premiere war jedenfalls ein würdiger Abschied. Ein dreiteiliger Abend, choreografiert von drei Zeitgenossen. Nacho Duato, William Forsythe und Marco Göke. Das ist etwas Besonderes, denn Ballettchef Malachow gilt als einer, der sich zu sehr mit klassischem Repertoire beschäftigt hat. Klassik ist Klassik, ja. Aber natürlich ist wichtig, machen und bringen neue Namen zum Berlin, auch den neuen Ballett zum Publikum. Hier? Ja. Or up? No, there. Because then I go. Yeah, no, look front. Für das Berliner Staatsballett ist vor allem er eine Entdeckung. Der neue Star-Choreograf Marco Göke aus Stuttgart. Er hat eine ganz neue Formensprache mitgebracht. Hier war es natürlich mehr Arbeit, erstmal daran zu kommen, ne? Ein gewisses Tempo vorzulegen, was sie vielleicht so noch nicht gemacht haben in so einer Arbeit oder so. Erstaunliche Ergebnisse, die Marco Göke mit den Tänzern russischer Schule erzielt. Fiebrig, flirrend sind die Bewegungen. Die Assoziationen? Stummfilm, Art Deco, Irrenhaus. Es war super, wunderschön und der letzte Teil herausragend. Ein wunderbarer Theaterabend. Das ist etwas ganz Neues und sehr, sehr expressiv und hat mich sehr berührt. Ein großer Abend, frenetisch gefeiert, weil der eine kam und die andere geht. Tja, da geht sie hin, die schöne Polina. Und das ist nicht der einzige Verlust, den die Kunst in Berlin verkraften muss. Vor dem beliebten Touristenlokal Tacheles wurden letzte Woche einige Gemälde verbrannt. Ja, richtig gehört, verbrannt. Und zwar von den Künstlern selbst. Das Ganze war eine Solidaritätsaktion mit dem Kammmuseum in Neapel. Alle drei Tage verbrennt der dortige Direktor Antonio Manfredi ein Kunstwerk. 1000 Werke hat er angekündigt zu opfern, wenn er kein Geld vom Staat für sein Kunstmuseum bekommt. Wenn die Kunst nicht selbst aktiv wird, dann ist sie zum Untergang verdammt. Revolutionen werden mit Feuer gemacht und das hier ist eine Revolution. Und was kommt nach der Revolution? Wenn es nach Jonathan Mese geht, ist die Sache klar. Die Diktatur der Kunst. Denn nur Kunst als Stoffwechsel der Sache löst den revolutionären Druck und erschafft den totalen Paradigmawechsel. Alles klar? Falls nicht, dann lege ich Ihnen diesen 600-Seiten-Wälzer ans Herz. Ausgewählte Schriften zur Diktatur der Kunst von Jonathan Mese. Erschien immerhin in der ehrwürdigen Edition Suhrkamp. Wer mehr als 100 Seiten davon schafft, der weiß, der Wahnsinn hat Methode. Und seine Mutti kommt natürlich auch darin vor. Ja, klar. Er hat sich irgendwann zum Geburtstag mal einen Tuschekasten gewünscht. Ich weiß gar nicht, wie alt war er denn da. Der war 29. Und da hat er gemalt und immer wieder gemalt. Den Kasten hat er gar nicht mehr losgelassen. Ich bin gespannt auf das Bild. Die kann man ja nur schön malen. Punkte. Ah, du meinst meine Perlenkette? Genau. Während Kunstgroupies weltweit vor den Ausstellungshallen Schlange stehen, interessiert sich Josef Görlz nur für eine Frau.
Seine Mutter. Oh, sorry, falscher Einspieler. Das war natürlich nicht Jonathan Mese, sondern Josef Goerls, beziehungsweise der Entertainer Nils Ruf, der sich hier von Jonathan Mese inspirieren ließ. Für seine Künstlerparodie auf Arte Kreativ. Haben wir nicht auch das Original da? Mir. Aha. Und du bist zufrieden damit? Sehr. Wunderbar. Das ist ein ganz wunderbares Bild. Mhm. Also, da kann man nicht meckern. Aha. Das geht nicht. Ja, meine Mutter ist sozusagen der Zugang zur Realität für mich. Das ist die Figur, die noch sagt, Jonathan, jetzt beruhig dich mal. Solange ich existiere, darfst du bestimmte Dinge nicht machen. Tja, ja. Die beruhigende Kraft der Mütter auf die Künstler von heute. Sophie Reuss kennt das bestimmt auch. Und dann habe ich am Telefon irgendwann im Gespräch, ich weiß nicht mehr in welchem Zusammenhang, habe ich gesagt, Mann, ich bin so faul. Und dann meinte sie, mach dir da keine Gedanken, nur die Verrückten sind nicht faul. Also so faul ist Sophie Reuss nun auch wieder nicht. Sie hat zwar als Teenager ziemlich viel gekifft, aber dann doch die große Kurve gekriegt. Und mit Regisseuren wie Frank Castorf, Christoph Schlingensief, Detlef Buck und Tom Tückwer gearbeitet. Sophie Reuss. Anfang der 90er zog die Österreicherin nach Berlin und stolperte schnell in Castorfs Volksbühne. Seit 20 Jahren spielt sie dort im Ensemble und kennt das Haus fast besser als der Hausmeister. Aktuell erntet sie für ihre Kameliendame nur Lob. Ja, warum? Nur das Geld bewirkt diesen Fortschritt. Sie haben so recht, Margarete. Sophie Reuss mit ihrer Reibeisenstimme spielt Männer wie Frauen. Auf Klischeefiguren lässt sich die Reuss nicht festlegen. Auch im Film hat sie mit unkonventionellen Frauenrollen Größe gezeigt. Hallo? Mensch, Hanna, ich bin nicht alleine. Ist mir scheißegal, jetzt mach die Tür auf, verdammt nochmal! In Tom Tykwers Überkreuz-Liebesfilm spielt sie eine Fernsehmoderatorin, die ihren Freund betrügt. Jetzt wird's kompliziert. Was ist denn los? Der Seitensprung wird komplizierter als gedacht. Dummerweise geht ihr Freund mit dem gleichen Mann fremd. Sophie Reuss erhielt für diese Rolle 2011 den Deutschen Filmpreis Lola. Ist sie noch da? Was denn? Die andere, ist sie noch da? Du hast doch gesagt, du bist nicht alleine. Anna, was ist denn los? Was ist denn passiert? Ich bin schwanger. Kinder hat die 50-jährige Queen der Volksbühne keine. Dafür trägt ihre Arbeit immer mehr Früchte. Dieses Jahr erhält sie den Theaterpreis Berlin. Und zum Theatertreffen ist sie mit Herbert Fritschs Turboschwank, die spanische Fliege, eingeladen. Heute Mittag um 3. Hier gibt sie einen schön überdrehten Sittlichkeitsdrachen. Mit wem sprichst du denn da? Cousine Walli. Und zu dir sagst du sie? Fräulein Walli ist draußen. Was erlauben Sie sich? Mein Mann wird Ihnen gebührende Antwort schon erteilen! Halt die Klappe! Sophie Reuss, man hat sich ja so erzählt, dass vor 2 Jahren die Volksbühne in so einer kreativen Krise gesteckt hat. Und jetzt ist sie wirklich mit voller Wucht zurück mit 3 Inszenierungen beim Theatertreffen. Wie fühlt es sich an, dabei zu sein?
Gut, aber ich habe das auch mit der kreativen Krise gar nicht so mitgekriegt. Ich habe es nur in der Zeitung gelesen. Im Theater selber fühlte es sich ganz anders an. Wie war jetzt die Arbeit an der spanischen Fliege? Hat sich, also du spielst ja so eine hysterische Figur. War das nah dran an dem, was du sonst spielst, oder war das ganz anders? Naja, also Hysterie hatte was mit meiner Person, glaube ich, schon zu tun, mit meiner Persönlichkeit. Ja, also ich muss jetzt nicht zwangsläufig immer mich hysterisch verhalten, aber... Aber es ist lustig, dass du dich selber als hysterisch bezeichnest, weil auf mich machst du einen sehr ruhigen Eindruck. Ja, ich bin ja auch ruhig natürlich auch. Ich bin eine komplexe Persönlichkeit, die Ruhe und Hysterie vereint. Ich sage jetzt selber hysterisch, weil das oft im Zusammenhang mit mir verwendet wird. Weil das, weiß ich nicht, ob du das auch kennst, weil das hier oft so ist, wenn Frauen irgendwie laut werden und aus sich herausgehen oder so, dann sagt man ja sofort, sie sind hysterisch. Bei Männern sagt man dann, der setzt sich durch oder der hat jetzt hat er aber mal was gesagt oder so. Kannst du dir diese Kategorisierung erklären, woher das kommt? Ja, das ist ganz einfacher Sexismus. Ja? Ja, ich glaube, es ist ganz schlicht. Und wie ist es, Männer zu performen, also Männer zu spielen, Männerrollen? Ich mache mir da gar nicht so viel Gedanken. Ich denke dann nicht jetzt, ich verstelle mich jetzt als Mann, sondern man zieht dann einfach nur was anderes an. Mhm. Ja. Ich möchte aber jetzt kein Mann sein oder so. Nein. Warum nicht? Überhaupt nicht. Weiß ich nicht. Ich bin aber vielleicht, weil ich es dann doch oft so toll finde, dass es Männer gibt. Weil mir manche Männer sehr gefallen. Und dann finde ich das als Gegenüber, habe ich große Freude an Männern. Und was die so können, so mit Flaschen aufmachen und Autos reparieren und so. Und wenn die das dann für mich machen, dann finde ich das super. Gibt es mittlerweile ein bestimmtes Rollenprofil, was dich interessiert oder wo du dich wohler fühlst als jetzt bei anderen Figuren, die du spielst? Hat die besondere Merkmale? Was muss so eine Rolle mitbringen, dass sie dich begeistert? Ich habe keine Lust, patente Charaktere zu spielen. Das langweilt mich total. Als erwachsene Frau kommt es immer mehr auf einen zu, ne? Gerade im Film oder im Fernsehen. Habe ich jetzt nicht gemacht, aber kriege ich öfter so Angebote, immer so ein bisschen patente Muttis. Und als Frau hat man dann mehr so die Rolle, so im Fernsehen oft, ich bin jetzt ein bisschen beleidigt und ich weiß es auch ein bisschen besser. Und ich sage dir jetzt, das kannst du aber nicht länger mit mir machen und du solltest jetzt mal und so weiter und so fort. Das finde ich total öde. Also das ist so ein Bild, an dem möchte ich mich nicht beteiligen. Ja? Das möchte ich nicht, da möchte ich nicht dran mitarbeiten, das in die Welt zu setzen. Zum Beispiel. Wenn man wie du also wirklich so hingebungsvoll arbeitet, viel arbeitet und viel probt, spielt, Film, Fernsehen, Theater, dann bedingt es sich ja eigentlich auch, dass man jetzt nicht unbedingt viel freie Zeit für sich hat, oder? Ich bin sehr faul und mache so wenig wie möglich. Ehrlich? Ja. Ich glaube, ich arbeite gar nicht so viel, wie die Leute immer denken. Ich versuche jedenfalls so wenig wie möglich zu machen. Aber dafür, dass du so wenig arbeitest, kriegst du schon ganz schön viele Preise, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Ne? Ja, du hast jetzt gerade den Theaterpreis. Ich mache das irgendwie sehr gut, ja. Ja. Also über den ich jetzt bekomme, da freue ich mich sehr, der von der Stiftung Preußische Seehandlung. Erstens, weil die mir so eine tolle Begründung geschrieben haben, so eine tolle Urteilsbegründung, die irre schmeichelhaft ist. Was stand da drin? Ja, das kann ich jetzt nicht sagen, das ist dann so angeberisch. Aber jedenfalls haben die so, nee, so schön, die haben sich so extrem bemüht. Wenn Sophie Reuss es nicht sagen mag, sag ich es halt. Laut Theaterpreisjury ist Sophie Reuss angstfrei, intelligent, berührend, unmittelbar, reflektiert, abenteuerlich, rau, zart, feinsinnig, vehement, spröde und bezaubernd zugleich. Außerdem immer reifer und raffinierter und so weiter und so fort. Fotzblitz. Die Laudatio wird übrigens René Polesch halten. Auch wenn Sie jetzt kein Theaterfreak sind, haben Sie den vielleicht schon mal gesehen. Er hatte eine klitzekleine Rolle in Tom Tykwers 3 als Interviewpartner von Sophie Reuss. Es müsste tatsächlich ein gemeinsam zu bewohnendes Haus der Differenzen geben. Aber der erste Seziertisch, auf dem man sieht ihn hier rechts im Bild. Bei der Geburt, wenn jemand sagt, nein, nicht das da. Mädchen oder das ist ein Junge. Rechts. Das erzählen wir uns als eine biologische Ordnung. Das war vielleicht. René Polesch ist ja dieses Jahr auch dabei beim Berliner Theatertreffen, bei dem die 10 bemerkenswertesten Theaterstücke des Jahres gezeigt werden. In dem Polesch-Stück Kill Your Darlings stellt sich der Schauspieler Fabian Hinrichs einer Reihe von Denksportaufgaben über das Wesen des Kapitalismus. Die ganze Zeit baue ich an diesem einzigartigen Weltentwurf da in mir drin. Aber du bist ein Netzwerk. Du repräsentierst
da bekommt man doch richtig Lust mitzutun, oder? Wenn Sie erstmal mit was Leichterem anfangen wollen, dann wäre vielleicht die Anthony Gormley-Installation in den Hamburger Deichtorhallen was für Sie. Der Bildhauer Gormley hat eine 70 Tonnen schwere Stahlkonstruktion in die Halle gehängt. Eine Platte, die frei im Raum schwebt und auf der Sie mit hunderten anderen Besuchern zusammen Ihren Gleichgewichtssinn testen können. Kunst zum Mitmachen. Ha! Stichwort. Ich hatte Ihnen ja am Anfang der Sendung versprochen, dass Sie das Leben dieses unschuldigen Schafes retten können. Das geht ganz einfach, indem Sie auf www.dieguillotine.com gehen und dort klicken Sie dann einfach auf Nein. Und apropos, wo wir gerade dabei sind, langsam, Pega. Ich glaube, wir müssen da erstmal was erklären. Es geht um ein Mitmachprojekt von Ruven Matane und Iman Rezai, zwei Studenten an der Berliner Universität der Künste. Sie wissen nicht genau wie, aber irgendwie sind sie auf den Gedanken gekommen, eine riesige Guillotine zu bauen. Und als wir sie das erste Mal aufgestellt haben, den Rahmen das erste Mal aufgestellt haben und dann die Höhe von dieser Maschine gesehen haben, da war es das erste Mal, dass sie einschüchternd gewirkt hat und dass wir uns einen Kopf gemacht haben von wegen, okay, scheiße, sowas bauen wir eigentlich. Gute Frage. Zunächst mal ein Mordwerkzeug. Mit einer Metallklinge, die mit der Wucht einer Tonne nach unten rast. Das Ganze bemalt in quietschbuntem IKEA-Style. Im Internet lassen die beiden jetzt anonym abstimmen, ob damit dieses Schaf geköpft werden soll. Ein Sinnbild für die verborgene Gewalt hinter der medialen Fassade unserer Demokratie. Oder so ähnlich. Das Ding funktioniert und es gibt nicht mehr dazu zu sagen, als dass es einfach mal eine perfekte Arbeit ist. Perfekt, da geht's gar nicht eigentlich. Punkt. Hey, sag mal, was ist das eigentlich für Zeug, was du da auf die Shisha gebröselt hast, Alter? Perfekt, da geht gar nicht, wa? Mittlerweile hat auch die Bild-Zeitung dieses Zitat perverse Kunstprojekt gegeißelt. Tierschützer laufen Sturm und der Staatsanwalt ermittelt. Dabei verstehe ich die Aufregung nicht so ganz. Ich meine, wenn Sie ein Lammkotelett bestellen, dann ist das doch auch nichts anderes, als wenn Sie auf Vollstrecken klicken, oder? Und schließlich werden in anderen Kulturen noch ganz andere Sachen mit Schafen gemacht. In Afghanistan zum Beispiel, da spielen sie gerne Buzkashi. Das ist so eine Art Polo, nur ohne Schläger und mit einem toten Schaf als Ball. Dieser rustikale Zeitvertreib hat kein besonders ausgefeiltes Regelwerk. Man spielt alle gegen alle. Und gewonnen hat der, der das Tier vor dem Preisrichter ablegt. Was je nach Anzahl der Reiter einige Tage dauern kann. Das ist ja gar kein Schaf, oder? Ein Kalb? Aber vielleicht sollten wir nicht nur Klischeebilder aus dem wilden Afghanistan zeigen. Schließlich hat sich da in den letzten Jahren einiges getan. Mittlerweile gibt es wieder eine Generation von jungen Frauen, die das Kulturleben mitprägt. Und die eher auf High Heels stehen als auf Macho-Spiele. Es gibt Dinge in Afghanistan, die kann es eigentlich gar nicht geben. Und in diese Kategorie gehört die wöchentliche Fernsehshow von Ayana Said. Sie gilt als heißeste Moderatorin und Sängerin ihres Landes. Nacht der Musik heißt ihre wöchentliche Sendung. So etwas ist möglich, gut 10 Jahre nach dem Sturz der ultrareligiösen Taliban. Right now it's progressing. Everything is, you know. Die Dinge entwickeln sich hier. Es ist viel besser als vor 5, 6 Jahren. Die Menschen hier werden offener und so bekommen Künstler wie ich eine Chance, nach Afghanistan zurückzukommen und Dinge zu entwickeln. Und zwar in so einem Outfit. Ayana Said lebte bis zum Fall des Taliban-Regimes in London im Exil. Frauen in öffentlichen Ämtern werden hier immer noch mit dem Tod bedroht. Nur 5 von 100 haben einen Schulabschluss. Zwangsehen sind alltäglich. Da hat ein Showstar wie Ayana Said eine ganz besondere Bedeutung. Das Risiko einer solchen Show in dem erzkonservativen Land ist vom Sender durchaus kalkuliert. Die Frage ist, ob das gut geht. Das Informationsministerium verlangt neuerdings, dass Frauen im TV deutlich weniger Make-up und dafür mehr Kopfbedeckung tragen sollten.
Um ehrlich zu sein, manchmal habe ich schon Angst. Ich weiß aus guten Quellen, dass ich beobachtet werde, schon allein wegen der Art, in der ich auftrete. Und natürlich bereitet mir das Sorgen. Aber ich muss eben stark sein und weitermachen. Wir tragen die Verantwortung, nur wir können etwas für den Wandel im Land tun. In Afghanistan bleiben selbstbewusste weibliche Stimmen zwar die Ausnahme, aber es gibt sie. Und sie wollen gehört werden. In Kabul und auch auf dem Land haben Frauen mittlerweile Literaturzirkel und Dichterclubs gegründet. Viele können ihrer Leidenschaft für Literatur oder Musik zwar nur heimlich nachgehen, aber die Frauen haben auch prominente und vor allem männliche Unterstützer. Einer davon ist Farhad Daria. Er ist so eine Art Bono von Afghanistan, weshalb selbst ein einfacher Bankbesuch zur Autogrammstunde wird. Daria pendelt zwischen Amerika und Afghanistan und will nichts weniger als sein Land retten. Nicht eben bescheiden, aber so sind Superstars nun einmal. Am Hindukusch genau wie im Rest der Welt. Er ist ein guter Sänger. Ich mag ihn. Auch weil er viel für uns Afghanen tut. Dass die Frauen ihn so lieben, liegt wohl auch daran, dass er manche Konzerte ausschließlich für Frauen gibt. Eine kleine Sensation in einem Land, in dem es als unziemlich gilt, ohne Schleier und männliche Begleitung das Haus zu verlassen. People were asking, where this is happening. Is this Afghanistan? Ich bin oft gefragt worden, war das wirklich in Afghanistan? Das Image von Afghanistan und die Bilder des Konzerts haben einfach nicht zusammengepasst. Aber genau das ist Afghanistan. Real Afghanistan? Zumindest ist es ein Teil von Afghanistan, einer allerdings, der kaum wahrgenommen wird. Und dieses Konzert hat nicht in der vergleichsweise liberalen Hauptstadt Kabul, sondern in der konservativen Provinz in Kunduz stattgefunden. Organisiert hat es der deutsch-afghanische Musikmanager Harun Karga. Der denkt bereits über die Zeit nach dem geplanten NATO-Abzug 2014 nach. Taliban haben verstanden, dass sie nicht mit ihren alten Visionen hier in Afghanistan eine Zukunft haben. Die Afghanen werden nicht zurückgehen, niemals. Was sie in diesen 10 Jahren erlebt haben und was sie zum Beispiel erreicht haben, was Frauen halt Dasein betrifft in diesem Land, das lässt, glaube ich, keine Afghaner zu, dass wir wieder zurück an den Steinzeit landen. Man wünscht Afghanistan, dass er Recht behält. Und dass Künstler wie Ayana Said und Farhad Daria dem Land erhalten bleiben. Wir sollten frei sein und machen können, was wir wollen. Wie gesagt, manchmal habe ich Angst. Aber weitermachen werde ich trotzdem. Ziemlich mutig. Hoffen wir, dass sie weitermacht mit ihrer Sendung. Oje. Heute ist der 3. Mai, oder? Dann läuft ja heute die letzte Harald-Schmidt-Sendung. Ein schwarzer Tag für Fernsehdeutschland. Ich hoffe, mein Mitbewohner Paul kommt darüber hinweg. Und Paul, gibt's was Neues? Ich habe ja gerade so einen Artikel gelesen und ich finde es wirklich zum Kotzen, was sie mit dem Harald Schmidt machen. Diese komischen, die Typen, die an der Seite sitzen und immer sagen, das ist ein toller Typ, der arbeitet gut für sein Geld. Und jetzt wird er fertig gemacht von der Presse. Zum Kotzen! Echt! Oh, genau. Was soll das denn? Wer bist du überhaupt? Was soll das? Bist du jetzt hier der Sidekick? Hau ab! Ich habe den Typen noch nie gesehen. Was macht der in unserer Wohnung, Pfleger? Denken Sie mal drüber nach. Und nicht vergessen, retten Sie das Schaf. www.dieguillotine.com. Mehrfachabstimmungen sind übrigens möglich. Tschüss! So. Soll dieses Schaf getötet werden? Ja. Nein, zurück. Soll dieses Schaf. Nein.